Profico. Rowe. Červenka. Direkt vor Tor. Zanke im Abpraller. Der erste Treffer für die Rapperswil Jona Lakers. In der 9. Spielminute. Sandro Zanka ist im Powerplay erfolgreich, bringt die Lakers hier vor den eigenen Fans in Führung. Direkt gespielt von Červenka auf Zanka, der scheitert mit seinem ersten Versuch noch an Van Pottelberche. Im zweiten Versuch ist er dann erfolgreich. Sandro Zanka mit seinem ersten Saisontreffer. Geklärt, Niffler, Scheibe liegt frei. Und dann jubeln die Bieler. Der Schiedsrichter zeigt jedoch an, kein Treffer. Er will sich das Ganze auf dem Video anschauen. Schwierig zu erkennen, wo da der Puck genau war. Nach der Parade von Melvin Niffeler liegt die Scheibe frei, dann klärt er nochmals mit dem Stock und dann ist der Puck im Tor. Wer hat ihn rein buxiert? Künzle da noch nicht drin, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dann kommt er vom eigenen Zusammenspiel mit Rowe. Und dann klärt Mitchell und schließlich ist es Andrew Rowe, der trifft. Behaupte ich jetzt einfach mal, war vermutlich nicht so geplant von Zach Mitchell. Sein Abschlussversuch wird aber zur idealen Vorlage für Andrew Rowe und der Kapitän bringt seine Farben in Führung in der 17. Spielminute. Hier sehen wir es nochmal, Mitchell, der da fast schon klärt vor Van Pottelberche, alles halb so schlimm. Andrew Rowe bringt den Puck im Gehäuse unter. 2:1 die Führung für die Lakers. Jetzt die Lakers wieder komplett. Für einen Abschluss reicht es noch. Und für den Ausgleich. Fabio Hofer mit dem Schuss von der blauen Linie. Gerade als die Strafe überstanden war, trifft Fabio Hofer zum 2:2. Zieht da direkt ab und erwischt Melvin Niffeler auf der Stockhandseite. Sicht war ihm da noch etwas verdeckt. Gewinnt dieses, schön gemacht von Ebischer, der da abzieht. Und dann ist der Puck im Tor. Marco Lehmann, der Rückkehrer, trifft in der 44. Spielminute die erneute Führung für die Rapperswil Jona Lakers. Marco Lehmann mit seinem ersten Treffer in dieser Saison. Der Schuss kommt da von der Bande zurück und dann steht Marco Lehmann genau richtig. Hat keine Mühe, Joran van Pottelberche zu bezwingen. Zum dritten Mal am heutigen Abend gehen die Lakers in Führung. Und dann ist es Eckenberger, der trifft zum 4:2. Nando Eckenberger mit seinem zweiten Treffer der Saison. Der Mann mit dem Topscorer-Helm stellt hier das Score auf 4:2. In der 46. Spielminute direkt abgezogen. Keine Chance für Joran van Pottelberche. Zuspiel kam von David Ebischer. Offensichtliche
Situation wie vor dem 1:1. Jetzt jubelt der EHC Biel. Hatschiedsrichter Thomas Urban zeigt auf dem Eis ein korrektes Tor an. Good goal, das Verdikt auf dem Eis von den Hatschiedsrichtern, die sich diese Szene allerdings noch einmal anschauen werden. Aber auch hier scheint die Scheibe nie blockiert. Das Tor wird da noch ordentlich in die Mangel genommen. Jeschelovac, der da den gegnerischen Spieler auf seinen Torhüter. Geschoben hat also. Treffer zählt. Torschütze Yannick Rathgeb. Und dann trifft das Zach Mitchell. Den Pack nicht gegen Angriff. Salinen mit dem Ausgleich. Jere Salinen. 33 Sekunden gespielt in dieser Überzahl. Da trifft Jere Salinen zum 4:4. Also, erneut ausgeglichener Spielstand hier zwischen den Rapperswil-Jona Lakers und dem EHC Biel. Jere Salinen mit dem 8. Treffer. Und der Treffer für den EHC Biel, Tino Kessler mit dem 5:4 für seine Farben. Kessler in der 51. Spielminute geht der EHC Biel zum ersten Mal an diesem Abend in Führung. Kann sich da kaum auf den Beinen halten nach seinem Treffer, Tino Kessler. Querpass kommt erneut, der One-Timer. Ebischer. Und dann die Chance für Rajala. Gaito Haas übernimmt und trifft zum 6:4. Erstaunte Gesichter bei den Spielern, nicht so bei den Lakers. Treffer zählt, so wie ich das gesehen habe. Gaito Haas, also der Torschütze zum 6:4, übernimmt da die Scheibe von Toni Rajala.